Hallo Borkheide, hallo Welt, willkommen hier bei Borkheide News TV. Super Wetter hatten wir ja noch am Wochenende, so schön spätherbstliches Wetter mit richtig Sonnenschein. Und ab heute, wie man ja draußen sehen konnte, kam der erste kleine Regen, ein bisschen kühler war es auch. Aber wie gesagt, was mit dem Wetter wird, kriegen wir auch später nochmal von Matze um die Ohren gehauen. So, nun als erstes eine Nachricht von der Freiwilligen Feuerwehr Borkheide. Die möchten sich ganz herzlich an die Bevölkerung hier in Borkheide bedanken oder bei der Bevölkerung bedanken für den vielen Schrott, den die Borkheider gesammelt haben, der hier der Jugendfeuerwehr zugute kam. Ihr seht es hier auf den Bildern, es ist richtig was zusammengekommen. Und wie gesagt, ich soll nochmal im Namen der Feuerwehr Danke an euch sagen. Habt ihr super gemacht. So, dann war am Samstag wieder der besondere Abend gewesen. Ziemlich unterhaltsam und kurzweilig das Konzert mit Carsten Troicke und Trio Show. Wir haben hier ein richtig, richtig langes Video, also 3,5 Minuten. Das ist natürlich für uns ziemlich lange. Und Edda freut sich natürlich, dass es viele Liebhaber der jiddischen als auch der russischen Musik gab und der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt war. Auch kam Publikum, was nicht gerade aus der Region war, dazu, so dass Edda zufrieden war und natürlich das Trio und Berthold Carsten Troicke ebenso. Aber ich will gar nicht lange reden. Schaut's euch an. Wir haben hier einen Zusammenschnitt von Matze. Vielen Dank, Matze, und viel Spaß. Herzlich willkommen in Borkheide. Встают туманы над водой, пока ты бирюзой. Встают у моря предо мной, Одесс, город мой. Он с песней нас встречает, он с песней провожает. Одесса, город милый мой. Мама, ах, Одесса, жемчужина у моря. Ах, Одесса, ты знала много горя. Ах, Одесса, ты мой любимый край. Живи, моя Одесса, живи. Свой граммофон крутил, крутился граммофон. Ты попадали пластинка. Давай послушаем. Das ist kein CD-Player. Muss man aufziehen. Muss ich durch? Doch, ja. Sie schmecken Straßenstadt 2000 Blumen, die alle nur einen Ball.
Ja, das war der besondere Abend. Über den nächsten werden wir rechtzeitig berichten. Kommen wir noch zum Aktionstag Feuer und Flamme. Ja, was immer das ist, die Bockwindmühle Kammer und das Hans-Grade-Museum laden ein zum Saisonende, zum Aktionstag Feuer und Flamme. Nur noch zwei Museen im Amt Brück beteiligen sich am 14. Aktionstag. Am 27. Oktober 2018 einmal die Bockwindmühle in Kammer und einmal das Hans-Grade-Museum in Bockheide. Über viele Jahre war das Brennereimuseum Goldzoo dabei. Die Einrichtung ist jedoch im Moment geschlossen. Die Gemeinden versuchen, die Immobilie zu veräußern. Ein weiteres Museum war noch nie dabei. Das private Büttner-Museum im Oberjünne, Betreiber Norbert Fröndrich, öffnet es auf Anfrage oder einfach, wenn er da ist, dann wird die Giebelluke aufgemacht als Zeichen dafür, dass das Museum eröffnet ist. In Kammer öffnen sich die Tore um 13 Uhr und bleiben bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Durchgehend gibt es Führung. Ähnlich schaut es am Flugzeug in Bockheide aus. Die IL-18 Tango Echo lädt zu einem Spaziergang zur Geschichte des Flugpioniers Hans Grade und des Flugzeugs ein. Dann haben wir natürlich noch eine Nachricht für den nächsten Samstag. Am 27. Oktober startet in der Gaststätte am Waldbad das zünftige Oktoberfest. Es gibt Haxen mit Knödel, Kraut, Brezeln, Getränke und natürlich auch bayouvarische Partymucke. Also wer da Lust hat, geht bitte hin. Das Zelt ist beheizt, sodass man nicht frieren muss. Und wem doch noch kalt wird, der muss einfach das Tanzbein schwingen. Dann kommt man schon ins Schwitzen. So, starten tut es übrigens ab 18 Uhr. Und Tracht ist kein Muss, wird aber auch gern gesehen. Dann gibt es noch eine Information, weil in Bockheide immer noch nicht genug los ist, startet die nächste Geschichte. Und zwar gibt es eine Chorgründung. Singen bringt Freude und Freunde. Deshalb soll Bockheide wieder ein Chor bekommen. Der Musiklehrer Rainer Goitke, fast jeden bekannt hier im Ort, ist bereit, ihn zu leiten. Am Donnerstag, dem 1.11. um 19 Uhr, findet im Speisesaal der Schule eine erste Infoveranstaltung statt. Wer hingehen möchte, ist herzlich willkommen und das darf natürlich auch gern weitergesagt und weitergetragen werden. So, dann haben wir noch eine Veranstaltung und zwar, wir haben es ja schon mal ein bisschen hier angedeutet gehabt, B2B Racing, ja, was immer das war, Bockheide to Banjul, Gambia. Nicht mehr ganz so lange hin, startet am 10. November, aber bevor der Marcel mit seinem Team unterwegs ist nach Gambia, um das Fahrzeug für einen guten Zweck dort hinzufahren, also eine richtige Rallye zu fahren, gibt es noch am 8.11. um 18 oder ab 18.30 Uhr eine kleine Startveranstaltung hier auf dem Marktplatz in Bockheide. Das heißt, wir können, wenn wir wollen, dieses Team schon selbst verabschieden. Und wie ihr hier sehen könnt, ist das ein richtig schickes Auto geworden und auch so stabil, dass es in der Wüste in Gambia ordentlich durchhalten kann. Die Rallye ist für einen wohltätigen Zweck und diverse Hilfsprojekte in Gambia werden damit unterstützt. Jeder, der möchte, kann dort noch etwas spenden. Schön wären kleine Sachen wie Basecaps, Fußbälle, Buntstifte, Federballspiele, Kugelschreiber, Kinderspielzeug, Sonnenbrillen und so weiter und so weiter. Und eine Pfanne mit Deckel brauchen die beiden Fahrer noch, damit sie sich unterwegs etwas verpflegen können. Wer eventuell Geld spenden möchte oder dem Marcel zum Geburtstag ein Geschenk machen will, kann das gern auf sein Konto überweisen. Ich schreibe einfach mal die Kontonummer hier unten mit rein. Unter der Angabe Gambia Hilfe kann man dort seine Spende, kann man Marcel seine Spende zukommen lassen. Marcel leitet das Geld dann weiter an die örtliche Hilfsorganisation. So, wie gesagt, wer möchte am 8.11. ab 18.30 Uhr kann man das Fahrzeug nochmal bewundern, hier auf dem Marktplatz in Bockheide. Und wir können Matze bleibt natürlich hier, hoffe ich, Marcel dann verabschieden, wenn er sich am 10.11. dann von Dresden aus auf den Weg nach Gambia macht. So, dann nochmal Sport. Fußball war wieder angesagt. Ja, diesmal war unser Fußballteam BSV 90 in Niemek unterwegs gewesen, hatte den schwersten Kampf in der Saison zu absolvieren gegen den Tabellenersten. Und man hat tatsächlich auch gemerkt, dass der Tabellenerste nicht umsonst Tabellenerster ist. Aber die Bockheider haben sich wirklich gut geschlagen. Es ging dort richtig zur Sache. War spannend bis zum letzten Ball. Und leider haben sie es natürlich verloren mit 3:1, obwohl, wenn sie sich Mühe gegeben hätten, hätten sie auch mit Gleichstand rausgehen können. Und wenn der Schiedsrichter
Bälle pfeift, die nicht im Tor sind, kann man eigentlich auch fast nicht mehr gewinnen. Zumindest sehe ich das so und glaubt ein paar andere auch, dass der letzte Ball, also der dritte, das dritte Tor gegen Borkheide eigentlich gar keines war. Aber was wollen wir diskutieren? Schiedsrichter hat immer recht. Jedenfalls war es richtig cool gewesen und das Borkheider-Tor hat der Benjamin Seger in der 52. Minute geschossen. Das war der Ausgleich und dann mussten sie leider noch 2 bzw. 1 und ein Phantomtor kassieren. Es war trotzdem cool gewesen, hat mir Spaß gemacht. Wetter war bombastisch gewesen. Jungs, wir drücken euch die Daumen und das nächste Spiel findet schon am nächsten Wochenende um 14 Uhr selbst hier in Borkheide statt. Diesmal gegen den SPG SV Zisa 31 und Glienicke 72-2. Die stehen im Moment auf dem 11. Platz und Borkheide ist leider um einen Platz nach unten gerutscht auf den 3. Platz. Aber das sollte man wieder ändern können. Vielleicht sehen wir uns nächstes Wochenende. Top Jungs, ihr wart klasse gewesen. So, jetzt fehlt mir nur noch das Wetter von Matze. Bitte schön, lieber Matze. Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Trari trara, der Herbst ist da und das so richtig heute am Montag. Es hat geregnet und das in Borkheide. Ich war total überrascht und das wird noch nicht der letzte Regen gewesen sein, denn schon am Abend bis in die Morgenstunden könnten neue Regenschauer vom Nordwesten hereinziehen. Bei Temperaturen in der Nacht um die 7 Grad und die Temperaturen werden auch in der Woche tagsüber dann nicht die 14 Grad überschreiten, eher maximal an der 12 Grad Grenze kratzen. Morgen eventuell noch ein bisschen Wind mit dabei, 60 bis 70 km/h möglich. Und ja, wie letzte Woche schon langsam vermutet, der Herbst ist da. Blätter färben sich gelb, fallen auch langsam überall runter. Dann ist wieder Laubfegen angesagt und ja, was haben wir sonst? Eigentlich Saunawetter und man könnte mal wieder einen heißen Tee oder vielleicht der eine oder andere auch mal einen Glühwein trinken. Ja, ansonsten würde ich sagen, kommt gut durch die etwas doch frischere Woche. Bis zur nächsten Woche. Tschüss von hier. Okay, wir sehen, wir rutschen tatsächlich jetzt schwer in den Herbst ab. Der November ist normalerweise immer grau. Wir hoffen doch noch auf ein bisschen Sonnenschein, aber tatsächlich brauchen wir jetzt erstmal wieder Regen. Es hat ja auch schon wieder gebrannt. Ja, und nun ganz zum Schluss noch. Eventuell letztmalig allerdings am Sonntag, dem 28.10. um 3 Uhr, werden die Uhren von der Sommerzeit wieder auf die Winterzeit zurückgestellt. Also um eine Stunde zurück. Um 3 Uhr ist es dann 2 Uhr und in dieser Nacht bekommen wir eine Stunde Schlaf geschenkt. Das bedeutet allerdings auch, es ist wieder eine Stunde früher dunkel. Ja, hoffentlich das letzte Mal, vielleicht klappt das dann so, obwohl ich eigentlich nicht wirklich Probleme damit hatte. So, das soll es allerdings jetzt gewesen sein, wie immer hier vor der Kamera am Montagabend, euer Lutze und tschüss bis zum nächsten Montag.